Anne Fröhlich, sie ist Bestseller-Autorin, aber ich muss zugeben, Frau Fröhlich, ich kenne Sie ja eigentlich aus dem Radio und aus dem Fernsehen. Ich komme nämlich aus Hessen und oh. Frau Fröhlich hat ihre Karriere nämlich als Journalistin begangen beim Hessischen Rundfunk. Sie ist gebürtige Frankfurterin, veröffentlicht aber mittlerweile eben auch viele Romane und ihr Bestseller war Moppel ich. Damit sind Sie, glaube ich, als Schriftstellerin so richtig bekannt geworden. Ja. Und in ihrem aktuellen Roman Lackschaden geht es auch wieder um Andrea Schnied, eine Protagonistin, die in mehreren Susanne Fröhlich-Romanen vorkommt. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, sehr schön, dass Sie hier sind. Danke, Frau Hofbauer. Hallo, hallo. Frau Fröhlich, auf Ihrer Autorenseite steht, dass Ihr Name Motto ist, was ja auch sich bei Ihrem Namen anbietet. Ihrer Protagonistin Andrea Schnied fehlt ja aber diese Fröhlichkeit ein bisschen. Warum? Ja, das kann man sagen. Also die Heldin meines neuen Romans ist eine Mit-40erin, die so ein bisschen das Gefühl hat, bei all dem, was sie so macht, dass sie selber nicht zum Zug kommt. Also es geht ständig um die Kinder, um den Mann, um den Alltag, die Putzerei, ihr Arbeiten. Und sie fragt sich so nach und nach, wo bleib eigentlich ich und wie geht es weiter in meinem Leben? Ja, sie ist auch eine Figur, auf jeden Fall mit Ecken und Kanten, hat aber eine Nachbarin, die Anita, die so eine ganz perfekte Hausfrau ist. Und darunter leidet sie auch so ein bisschen, dass sie nicht so perfekt und ideal ist. Warum versuchen denn Frauen immer solchen Idealen nachzueifern? Das frage ich mich schon sehr lange, weil ich bin weit entfernt von jeglicher Perfektion, leider. Das ist, glaube ich, ein Grundfehler, den Frauen machen. Wir wollen an allen Fronten gewinnen. Also immer die Beine frisch rasiert, immer picobello aussehen, die schönsten Häppchen zaubern und natürlich nie zugeben, dass das alles Mühe macht. Die Kinder von den meisten Frauen, die ich kenne, sind kurz vor der Hochbegabung. Mutti rackert sich auch an allen Fronten ab. Mich nervt das total. Also ich bin eher für eine Mischkalkulation. Ist denn so ein Hausfrauenbild in unserer Gesellschaft noch verankert? Ja, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob ein Hausfrauenbild noch verankert ist, aber es gibt immer noch eine Menge Frauen, die denken, dafür sind wir alleine zuständig. Was natürlich falsch ist. Männer können auch mit großen Händen sehr gut in kleinen Ecken wischen. Ja, und ja. Man kann ja auch heutzutage als Frau viel vereinen. Sie sind das beste Beispiel, Sie machen Karriere, Sie haben aber auch Familie und zwei Kinder. Wie schaffen Sie persönlich das denn? Ich finde, das ist nie leicht, weil man immer defizitäre Bereiche hat. Also wenn man beruflich unterwegs ist, denkt man, oh Gott, die Kinder, und man muss das ja alles vorher organisieren. Das sieht alles so einfach aus, aber ich bin ja noch in einer einigermaßen privilegierten Situation, weil ich verdiene ganz gut Geld. Das heißt, ich kann mir ab und zu auch Betreuung leisten. Außerdem sind meine Kinder aus dem Gröbsten raus. Ich habe nur noch ein Kind zu Hause, jawohl. Und das ist auch schon so alt, dass es auch sehr gerne mal alleine ist. Ja, das kommt dann in das Alter, da freut man sich wahrscheinlich. Ja, da sagt man viel Spaß, Mutter. Mach's gut. Können Sie denn die Frauen verstehen, die sich für als Hausfrau dann entscheiden und zu Hause bleiben? Ich finde, ich bin nie so streng mit anderen. Jeder, wie er gerne mag. Ich warne nur Frauen davor, sich sehr abhängig von irgendjemandem oder irgendetwas zu machen. Weil das muss man oft bezahlen später. Generell finde ich diesen verächtlichen Blick von berufstätigen Frauen auf nur Hausfrauen und umgekehrt von nur Hausfrauen auf berufstätige Frauen ätzend. Wenn Frauen mehr zusammenhalten würden, wir sind ja mehr als die Hälfte der Bevölkerung, könnten wir eine Menge erreichen und auch eine Menge bestimmen. Aber wir arbeiten uns mit Vorliebe aneinander ab und das ist richtig saublöd. Also ständig, man hört diese Stimmen, die sagen, naja, die arbeitet zu viel, die will sich selbst verwirklichen. Guck dir mal die Kinder an, was der Komisches anhatte, der Kleine. Wer weiß, wie der enden wird. Und umgekehrt sagen die Berufstätigen, guck dir die mal an, ihre Erfüllung im täglichen Mittagessen. Ich finde das eklig. Ich finde, man könnte nett zueinander sein, sich auch mal behilflich sein. Ich beneide die andere Seite manchmal. Und umgekehrt sagen die natürlich auch, du hast toll, du fährst jetzt schön nach Leipzig auf die Messe. Dann sage ich, ja, aber du hast es auch schön, weil du machst ein schönes Mittagsschläfchen zu Hause und musst nicht immer mit deinem Rollköfferchen durch die Gegend. Also ein bisschen mehr gegenseitig gönnen und zusammenhalten wäre eine schöne Sache.
Wichtig ist wahrscheinlich auch einfach, dass man zufrieden ist, eben fröhlich. Und Ihre Protagonistin in Ihrem Roman ist das ja eigentlich nicht. In dem Roman wird ja auch sehr stark unterschieden so zwischen Mann und Frau, also diesen typischen männlichen Eigenschaften und den typischen weiblichen Eigenschaften. Bestätigen Sie damit nicht so bekannte Klischees oder Vorurteile? Man muss sagen, an Klischees und Vorurteilen ist ja leider oft auch was dran. Von nichts kommt ja nichts. Ich finde nicht, dass es sehr ausgeprägte männliche und weibliche Eigenschaften sind. Die Heldin hat halt das Gefühl, der Lack ist so ein bisschen ab. Deswegen heißt das Buch auch Lackschan. Die ist Mitte 40, sie spürt im Nacken das Klimakterium, sie hat schon die ersten Hitzewallungen. Die Kinder sind in der Pubertät und sehen sie eigentlich am liebsten von hinten. Das ist so ein Zeitalter, wo man denkt, was läuft eigentlich noch? Der Körper wird nicht besser im Alter. Egal, was man tut und egal, wie sehr Leute sagen, 60 ist das neue 40 und so weiter, das ist ja alles Käse. Also es geht ums Älterwerden und die Frage, was mache ich mit meinem Leben weiterhin? Und das finde ich eine interessante Frage. Ich werde dieses Jahr auch 50 und frage mich natürlich auch, wie geht es weiter? Was will ich noch machen? Wie viele gute Jahre bleiben mir? 20, 30, was möchte ich von der Welt noch sehen? Also ich finde, das sind so Fragen, die sich viele Frauen stellen. Ihre Protagonistin sehnt sich ja auch nach Gleichberechtigung und will so dieser Rolle der Vollzeitdienstleisterin, wie sie sich nennt, eigentlich entfliehen. Wie kann denn eine Frau, die in so einer Situation ist, es geht bestimmt vielen Frauen so, wie Sie auch gerade beschrieben haben, wie kann sie das denn schaffen, außer depressiv zu Hause zu sitzen? Also ich bin ja generell für klare Ansagen. Also erstmal sage ich allen Frauen Augen auf bei der Männerwahl. Das ist das Erste. Man muss gucken, was man sich ins Haus holt. Also da muss man schon mal Acht geben. Und dann klar sagen, was man will und nicht immer hoffen, dass Männer das erahnen. Ich kenne Frauen, die sagen, der muss doch spüren, was mir fehlt. Da sage ich nein. Wäre schön, aber darauf zu warten ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Also nicht sagen, der Müll ist voll, sondern einfach sagen, bringt den Müll runter. So, man kann doch bitte sagen an guten Tagen oder sofort. Also man muss einfach auch sagen, was man will und Frauen müssen auch lernen, Nein zu sagen. Also Frauen neigen ja dazu, immer zu sagen, ja, das mache ich auch noch. Dann sitzt man auf irgendeiner Elternversammlung und heißt, du machst doch so einen herrlichen Kartoffelsalat, machst du den wieder? Und eigentlich hat man echt keine Lust und möchte einmal die Mutter sein, die das Baguette mitbringt. Und dann sagt man aber wieder, ja, okay. Und dann steht man mit den heißen Kartoffeln, die man pellt und denkt, wie blöd bin ich eigentlich? Also einfach auch mal sagen, nee, habe ich jetzt keine Lust. Also, oder keine Zeit oder einfach überhaupt ohne Begründung. Also stehen sich die Frauen auch manchmal selbst im Weg? Ich finde, dass die Frauen sich oft selbst im Weg stehen. Vielen Frauen fehlt eine Prise Egoismus. Und ich finde, dass letztlich auch die Familie profitiert, wenn man ein bisschen mehr macht, was man gerne möchte. Dann ist man einfach auch zufriedener und es ist von Kindern auch nicht zu viel verlangt, dass man mal sagt, jetzt bin mal ich dran und ich hätte gerne einfach mal eine Stunde meine Ruhe. Ich rede jetzt nicht von Säuglingen, aber ich habe Freundinnen, die haben 14-Jährige, die sitzen ständig dabei und wollen irgendwas. Und dann sage ich, ja hör mal, sitzt deine Mutter auch bei deinen Freunden dabei, wenn die zu Besuch sind? Also ich finde, da kann man auch mal sagen, mach dich vom Acker. Lass mir die Ruhe. Ich bin etwas strenger, aber meinen Kindern macht es anscheinend nichts aus. Also klare Ansagen. Sie haben ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, die Andrea Schnied, Ihre Protagonistin, ist in den Wechseljahren und ihr geht es auch nicht so gut und so weiter. Es ist ja damit im Grunde, stellen Sie ja eine 40 oder mit 40erin dar, ein Thema, womit sich jetzt junge Leserinnen noch gar nicht beschäftigen oder identifizieren können. Würden Sie sagen, das ist auch nur ein Buch für die Frau ab 40? Nee. Nein, es ist nicht immer lustig, das Buch, aber es ist auch ein lustiges Buch. Und das sind ja die Fragen, die Protagonistin hat. Habe ich genug Sex? Warum habe ich nicht mehr genug Sex? Warum machen meine Hormone die Flatter? Warum ist mein Kerl so blöd? Das sind ja Fragen, die man sich in jeder Altersklasse stellt. Also, ja, ist ja so. Machen wir uns mal nichts vor. Und ich glaube nicht, dass es ein Buch nur für Altersgenossen von Andrea Schnitt ist. Also, ich hatte gestern eine Lesung in Wittenberg, da waren auch junge Frauen, die hatten auch Spaß.
Würden Sie sagen, dass in jeder Frau so ein bisschen eine Andrea Schnied steckt oder dass es auch ganz andere Charaktere gibt? Also ich bin nicht wie Andrea Schnied, ich bin wesentlich resoluter. Aber so diesen Drang, sich selbst ständig zu hinterfragen und immer erstmal die Schuld bei sich selbst zu suchen, das haben schon verdammt viele Frauen. Durch Ihren Roman oder im Roman haben Sie ja so Themen, die wir jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen haben, eben Gleichberechtigung und so weiter. Wenn wir das jetzt mal allgemein fassen, glauben Sie, dass zum Beispiel den Frauen helfen würde, so etwas wie die Frauenquote? Wären Sie da auch eine Verfechterin für? Ich bin dabei. Okay, das ist ein Statement. Und was sind so Gedanken darüber, wäre es sinnvoll, einfach solche Geschlechterrollen, sowas typisch Mann, typisch Frau, ganz aufzulösen? Weil das ist mir in Ihrem Roman schon aufgefallen. Ja, aber wer soll das denn auflösen? Indem sich die Frau nicht mehr gefallen lässt. So wie Sie es eben gesagt haben. Also indem man zum Beispiel nicht immer das so als Entschuldigung nimmt und immer sagt, naja, das ist halt auch typisch Mann. Die Andrea Schnied macht das ja so ein bisschen. Nee, ich finde, sie handelt letztlich schon konsequent. Das will ich jetzt ja nicht verraten, aber klar hat man das, es gibt so Sachen, da sagt man leichthin typisch Mann. Gleichberechtigung ist eine tolle Angelegenheit in der Theorie. Oft sagen mir auch junge Frauen, ich habe da gar kein Problem, ich bin voll gleichberechtigt, sage ich, warte mal ab. Frauen verdienen in diesem Land immer noch 23% weniger für die gleiche Arbeit im Schnitt. Das finde ich ist untragbar. Also wenn man sich das überlegt, muss man sich an den Kopf greifen. Generell geht es ein bisschen darum, dass sich Frauen, ist ja kein missionarischer Roman, aber zu sagen, nicht immer nur denken, ich würde gern mal das und das machen, sondern machen. Also nicht immer nur so im Konjunktiv leben. Hätte ich das gemacht, dann wäre das passiert. Man kann sich auch mal was trauen. Das muss ja nicht gleich das große Ganze sein und eine Scheidung oder was weiß ich, aber man kann einfach auch mal was einfordern. Und erstaunlicherweise funktioniert das. Und was Frauen auch gut tun würde, wäre eine vorherige Absprache. Also wenn man Kinder kriegt, ist es gut vorher zu klären, wer ist wie zu Hause, wer macht was. Und dann muss man halt auch zäh bleiben. Ich kenne eine Menge Frauen, die sagen, ja, der Hans-Dieter, der wird schon gern was machen, aber wenn ich das schon sehe, wie blöd er sich anstellt, da denke ich, da guckt er nicht hin. Da braucht er halt eine halbe Stunde die Windel zu wechseln, wäre mir doch egal, gehe ich raus so lang. Und der wird schon besser werden, wenn er es oft macht. Es gibt Leute, die sind Atomphysiker von Beruf, die sagen, sie wären zu doof, eine Spülmaschine einzuräumen. Damit wird man bei mir nicht durchkommen. Also mutig sein als Frau, um sich durchzusetzen. Ja. Weil ich will eher so ein bisschen fragen, Andrea Schnied kam ja öfters vor. Gibt es da einen Folgeroman, wo der Leser weiterverfolgen kann, was mit Andrea Schnied und ihren Entscheidungen, wie es da weitergeht? Auf jeden Fall, weil mein Ziel ist, so eine Reihe zu machen. Das ist der 6. Roman rund um Andrea Schnied. Ich möchte also das Leben von Andrea Schnied weiterverfolgen bis in die Seniorenwohnanlage. Ich finde es reizvoll, auch mal eine Heldin zu haben, die nicht 20 ist, auf der Suche nach einem Mann und tralala und ein paar Irrungen und Wirrungen. Dann kriegt sie den Mann und immer da, wo es eigentlich spannend wird, hören die Romane ja auf und da, wo die Probleme ja auch anfangen. Die Akquise ist ja oft nicht das Thema. Man findet schon einen, aber dann. Ja, wie ja ist dann das, geht's ja los. Wie ist das denn als Schriftstellerin, wenn Sie Ihre Andrea Schnied als Protagonistin entworfen haben und jetzt öfters Romane darüber schreiben, wissen Sie jetzt im Grunde schon, wie sie später im Seniorenheim sitzt oder wird jede Geschichte mit dem Roman dann erst neu erfunden? Also das entwickelt sich schon ein bisschen beim Schreiben. Aber der Charakter von Andrea Schnied ist mir schon sehr vertraut. Ich mag die auch. Ich würde ihr gerne manchmal einen kleinen Tritt in den Hintern geben und sagen, meine Güte, jetzt mach halt. Aber ich finde, so langsam kommt sie auf die richtige Spur und sie merkt auch in dem Buch, da geht noch was. Also es ist schon eine gewisse Identifizierung auch zwischen Ihnen und Ihrer Romanheldin? Oder würden Sie konsequent sagen, ich bin ganz anders? Ich bin anders, aber es gibt so 2, 3 Episoden in dem Buch, das könnte auch ich sein. Ich sage natürlich nie welche. Haha. Das wäre auch zu einfach. Ja, bin ja nicht verrückt. Sie haben ja als Journalistin eigentlich angefangen, ja, um nochmal da zu diesen Anfängen zurückzukommen.
Wie ist das denn jetzt, diese Berufsverbindung zum Beispiel zwischen Journalist und Schriftsteller? Funktioniert das noch oder versuchen Sie nur noch Schriftstellerin zu sein? Nee, ich war ja lange Journalistin und der Beruf des Journalismus hat ja nun auch mit Schreiben zu tun, im besten Falle. Ich habe immer geschrieben und immer gerne geschrieben und wollte aber auch gerne mal was Längeres schreiben. Deswegen habe ich mich entschieden, eben Bücher zu schreiben und außerdem wollte ich eine gewisse Unabhängigkeit vom Fernsehen. Fernsehen ist ein sehr wankelmütiges Geschäft. Heute toll, morgen sagen die, oh nee, also ihr Kopf eigentlich nicht. Und das Alter ist im Fernsehen auch nicht so irrsinnig gefragt, also macht man sich besser ein bisschen frei von diesen Sachen. Aber ich arbeite immer noch als Journalistin. Ich habe eine Literatursendung beim MDR, die ich sehr gerne mache. Und schreibe auch so mal kürzere Sachen immer noch. Also das lässt sich noch ganz gut miteinander verbinden. Ja, ja. Gut, dann bedanke ich mich dafür bei Susanne Fröhlich. Ihr neuer Roman Lackschaden, den sehen Sie da vorne stehen. Der ist im Krüger Verlag erschienen und kostet 16,99 Euro, ist im Handel erhältlich. Vielen Dank für dieses nette Gespräch und auf dieser Bühne hier geht es gleich weiter. Also, wer kommt denn gleich, Frau Hofbauer? Danke fürs Gespräch. Das ist eine gute Frage. Wer kommt denn? Okay. Thomas von Steinecker, er ist nominiert in der Kategorie Belletristik. Heute Nachmittag um 16 Uhr ist die Preisverleihung. Vielleicht ist er ein möglicher Gewinner. Meine Kollegin Magdalena Dick wird ihn gleich interviewen. Aus meinem Verlag übrigens. Ja, dann machen wir hier gleich weiter. Sehr schön. Dankeschön, genau. Frau Hofbauer.